Als der britische Forscher Howard Carter im November 1922 das unversehrte Grab Tutanchamuns entdeckte, blickte er in das goldene Antlitz des jung verstorbenen Pharaos. Tutanchamun, der einst unbedeutende König der Ägypter, wurde über 3000 Jahre nach seinem Tod in der ganzen Welt berühmt. Sein früher Tod ist bis heute ein Rätsel. Sein kurzes Leben war von politischen und religiösen Umbrüchen überschattet. Starb Tutanchamun eines natürlichen Todes oder fiel er einem Mordanschlag zum Opfer? Kultur versuchen die Menschen, die Spuren ihres Daseins für sich selbst und die Nachwelt festzuhalten. Auch die Ägypter führten Buch über Kämpfe, Siege und Opfergaben für die Götter in den Tempeln. Doch vor allem ihre Könige wurden in Stein verewigt. Der Tempel Sethos des Ersten birgt auf der Suche nach Spuren Tutanchamuns ein erstes Rätsel. In diesem Raum wurde vor mehr als 3000 Jahren ein religiöses Ritual vollzogen. Sethos der Erste verlas die Namen seiner Vorfahren und sicherte ihnen somit ein angenehmes Leben in der nächsten Welt. Dies ist Sethos. Sein Gebet für seine Vorfahren macht den Zweck des Tempels deutlich. Möge Ptah-Sokaris, der Herr des Grabes, der in Sethos Tempel weilt, den Königen von Ober- und Unterägypten die Opfergaben Sethos des Ersten, des Herrn, über beide Länder geben. Mögen sie Brot, Bier, Kleidung und Alabaster haben. Alles, was sie brauchen. Der Name jedes Pharao ist in einer Kartusche, einem Oval aus Seilen, dargestellt. Cheops, der Erbauer der größten Pyramide von Gizeh. Amenhotep der Erste, der während der Zeit des größten Wohlstands über Ägypten herrschte. Doch warum fehlt zwischen ihnen der Name des heute berühmtesten Pharaos, Tutanchamun? Die Suche nach der Antwort beginnt in Theben, der alten Hauptstadt Ägyptens. Dort wurde Tutanchamun vermutlich als Sohn des Echnaton und seiner Nebenfrau Kiya geboren. Echnaton vollzog zu dieser Zeit einen radikalen religiösen und kulturellen Umbruch, der Tutanchamuns Leben entscheidend beeinflussen sollte. Echnaton schaffte kurzerhand die Vielgötterei ab und setzte den Glauben an einen einzigen Gott, den Sonnengott Aton, durch. Er verlegte den Regierungssitz vom glorreichen Theben in eine unbesiedelte Bucht am Nil nach Amarna. Die Entscheidung Echnatons, Aton als einzigem Gott zu huldigen, stieß vermutlich weder bei den alten Priestern noch beim Volk auf Zustimmung. Er dürfte sich damit wenig Freunde gemacht haben. Danach begann der Pharao den Bau der neuen Stadt. Er setzte 14 Grenzpunkte, Stelen, die ihre äußeren Ränder markieren sollten. Auf ihnen verewigte er die Symbole seiner neuen Religion. Die Reformen Echnatons beschränkten sich nicht nur auf den Glauben, die gesamte Gesellschaft sollte von Erneuerungen erfasst werden. Auch in der Kunst wies er völlig neue Wege. Menschen wurden nicht mehr idealisiert, sondern als Individuen fast realistisch dargestellt. Echnaton ließ sich nicht mehr verklärt als athletische Führergestalt festhalten, sondern mit all seinen Makeln. Nie zuvor war ein Pharao in dieser Weise porträtiert worden. Statuen zeigen sein langgezogenes Gesicht, den schlaffen Oberkörper, pralle Schenkel und spindeldürre Arme. Auch
Auch seine Frau, die berühmte Nofretete, wurde von da an realistisch dargestellt. Zu den Reformen Echnatons gehörte auch der Wandel der erfolgreichen Politik des Landes. Bisher war Ägyptens Herrschaft über den Nahen Osten durch eine riesige Armee gewährleistet, die die Grenzen des Landes in jeder Generation ausweitete. Doch Echnaton waren neue Eroberungen gleichgültig. In seiner entlegenen Stadt am Nil vertiefte er sich ins Gebet und verbrachte seine Tage lieber mit Frau und Kindern. Zugunsten privater und religiöser Interessen vernachlässigte er wohl seine militärischen Aufgaben und Staatsgeschäfte. 1930 entdeckten Archäologen am westlichen Nilufer einen aus Amarna stammenden Steinblock, auf dem Tutanchamun leiblicher Sohn eines Königs genannt wird. Wer war der Vater Tutanchamuns? Die Antwort auf die Herkunft des Mannes hinter der goldenen Maske liegt in einem einsamen Wüstental östlich von Amarna, in dem Echnaton sein Familiengrab einrichten ließ. Professor Martin, der Entdecker des Grabes, vermutet, dass es sich hier um die Trauerfeierlichkeiten anlässlich des Todes einer Nebengemahlin Echnatons, nämlich Kia, handelt. Von dem ebenfalls dargestellten Neugeborenen nimmt Professor Martin an, dass es sich um niemand anderes als um Tutanchamun handelt. Nach dieser These wäre er der Sohn von Echnaton und Kia. Tutanchamun dürfte in der Stadt Amarna eine schöne Kindheit verbracht haben. Die Ägypter liebten ihre Kinder und selbst in den alten Totenbüchern steht geschrieben, heirate jung und zeuge viel Nachwuchs. Immer wieder zeigten sich ausländische Besucher erstaunt darüber, wie viele Kinder die Ägypter hatten. Die Größe der ägyptischen Familien führten sie auf den fruchtbaren Boden und das warme Klima entlang des Nil zurück. Der griechische Gelehrte Diodoros bemerkte, dass ägyptische Kinder ihre Eltern praktisch nichts kosteten. Sie spielten nackt und barfuß. Die Jungen trugen nur eine Halskette, die Mädchen Kamm und Gürtel. Ihre Hauptnahrung bestand aus Papyrustrieben und rohen oder gekochten Wurzeln. Kleine Kinder liebten Holzspielzeug, wie etwa diesen Hund, dessen Maul scharfe Zähne zum Vorschein brachte, wenn es geöffnet wurde. Größere Kinder und Erwachsene spielten Brettspiele. Auch Tutanchamun wird sie gemocht haben. Schließlich wurden in seinem Grab mehrere vollständige Spiele gefunden. Wie beim modernen Monopoly werden Figuren auf Felder gesetzt, die für die Spieler mehr oder weniger günstig oder ungünstig waren. Man konnte auf vorteilhaften Feldern landen oder ins Wasser fallen. Tutanchamuns Grabbeigaben verraten nicht nur, dass er Brettspiele schätzte. Anscheinend war er auch Weinliebhaber, denn er wurde mit fast 3 Dutzend Krügen voll von edlem Wein bestattet. Aufschriften geben sogar den Weinhändler, die Herkunft und das Jahr der Abfüllung an. Viele tragen den Hinweis vom Landgut des Tutanchamun. Und die meisten sind auf das 5. Jahr seiner Herrschaft datiert, das wohl ein gutes Weinjahr war. Nur 4 der Gefäße sind mit Süß beschriftet. Der junge König bevorzugte offensichtlich eher trockenen Wein. Einfache Bürger konnten sich keinen Wein leisten. Im Volk trank man Bier. Der Vorrat des Tutanchamun für die Unterwelt muss ein Vermögen wert gewesen sein. Doch der Luxus, der den jungen Pharao zu Lebzeiten umgab, wird nur ein schwacher Ausgleich für die Tragödien gewesen sein, die sich in seinem Leben noch abspielen sollten. Eine entscheidende Rolle in seinem Leben spielte Aja, der wohl machthungrigste königliche Beamte. Sein Grab in den Felsen vor Amarna ist das prunkvollste aller Höflingsgräber. Er spielte schon an Echnatons Hof eine wichtige Rolle. Ajas Amtstitel sind interessant. Der erste ist der des Gottvaters. Mit Gott ist Echnaton gemeint. Der Titel bedeutet, dass Aja dem Pharao sehr nahe stand. Sein zweiter Titel lautet Fächerträger auf der rechten Seite des Königs und bedeutet, dass er Echnatons rechte Hand war. Doch Aja trägt noch weitere Titel, unter anderem den des Vorstehers der Pferde. Weitere Hinweise für seine Bedeutung finden sich dort drüben.
Diese Szene verdeutlicht Ayas zentrale Position. Man erkennt Echnaton und dahinter Nofretete. Direkt über ihnen steht Gott Aton als Sonnenscheibe. Echnaton und Nofretete überreichen Aya und seiner Frau goldene Halsketten. Auch die Kinder stehen dabei und helfen. Eine der Prinzessinnen hält ein Tablett mit Goldketten, das sie ihrer Mutter entgegenstreckt. Daran, dass nur drei der insgesamt sechs Kinder von Echnaton und Nofretete abgebildet sind, lässt sich erkennen, dass das Bild etwa in der Mitte von Echnatons Herrschaft entstand. Doch Ayas Grab gibt auch Rätsel auf. Diese Säulen sind unvollendet. Die aufwendige Grabstätte blieb ein Rohbau. Eines Tages legten die Arbeiter ihr Werkzeug nieder, gingen fort und kamen nie mehr zurück. Wir wissen, dass Aya danach noch lange lebte. Weshalb also ließ der mächtigste Beamte während Echnatons Regierungszeit sein Grab unvollendet? Vielleicht hatte Aya schon gespürt, dass in Amarna nicht alles zum Besten stand. Wirtschaftlich und politisch ging es mit Ägypten bergab. Doch welche Ziele verfolgte er, wenn er offensichtlich beschloss, hier nicht bis zum Ende seines Lebens zu bleiben? Echnatons neue Religion setzte sich nicht durch. Das Volk vermisste seine alten Götter. Im 17. Jahr seiner Regierung starb er unter ungeklärten Umständen. Schon in den Jahren vor seinem Tod wurde Nofretete nicht mehr erwähnt. Ihr Schicksal bleibt rätselhaft. Wenige Jahre später war Amarna völlig verlassen und zerfiel zur Geisterstadt. Sogar die heute weltberühmte Nofretete-Büste des Bildhauers Thutmose wurde in der Werkstatt des Meisters zurückgelassen. Damals wollte sie niemand. Aus der Ehe zwischen Echnaton und Nofretete gingen keine männlichen Nachfolger hervor. Nur durch eine Heirat konnte die 18. Dynastie fortgesetzt werden. So wurde zwei Jahre nach Echnatons Tod der etwa achtjährige Tutanchamun mit Echnatons elfjähriger Tochter Anchesenamun verheiratet und wurde Pharao. Echnatons revolutionäre Reformen waren für das konservative Ägypten zu viel gewesen. Nach der Aufgabe Amarnas wurde Memphis zur Hauptstadt und die großen Tempel von Theben wieder zum religiösen Zentrum des Landes. Die Priester Schah, die während der 17 Jahre des reinen Aton-Kultes keine Macht mehr hatte, kehrte nun zu ihren Ritualen und Pfründen und den Göttern des alten Ägypten zurück. In Memphis residierte Tutanchamun mit seiner Frau im Palast eines früheren Königs der 18. Dynastie. Doch die politischen Entscheidungen traf nicht der aus seiner Herkunft entwurzelte Kind-Pharao. Aya, aufgestiegen zum Wesir, dem höchsten Posten des Landes, lenkte von nun an die Geschicke Ägyptens. Tutanchamun und seine Frau waren nach Echnatons Tod wahrscheinlich weitgehend isoliert und ohne Einfluss. Von Echnatons Gattin Nofretete fehlt zu dieser Zeit schon längst jede Spur. Als Figuren in einem politischen Spiel waren Tutanchamun und Anchesenamun wehrlos. Die Staatsräson verlangte von ihnen sogar, ihre Heimat und ihre Religion aufzugeben und Echnaton als Ketzer zu brandmarken. Viele Abbildungen in Tutanchamuns Grab deuten darauf hin, dass das junge Paar unzertrennlich war. Zu den Fundstücken zählt auch ein kleiner goldener Schrein, in dem sich einst eine Statuette des Pharao befand. Die Szenen auf diesem Schrein verdeutlichen den vertrauten Umgang des königlichen Paares. Bei der Jagd reicht Anchesenamun dem König den nächsten Pfeil. Tutanchamun benetzt die Hand seiner Frau mit Parfum. Obwohl ihre Ehe zweifellos aus politischen Gründen geschlossen worden war, schien zwischen den beiden echte Zuneigung zu herrschen. Der Schrein, vermutlich von Anchesenamun als Geschenk für ihren Mann in Auftrag gegeben, ist wie ein Liebesbrief aus purem Gold.
Auch auf einer Lampe, die sich im Grab befand, wurde ihre Liebe festgehalten. Der Alabaster ist nicht bemalt. Doch wenn ihr auf Öl schwimmender Docht entzündet wurde, erschien die Silhouette des jungen Paares. Ein kleines Wunder, das sich durch die Einpassung eines kleineren zweiten Gefäßes in das größere Äußere erklären lässt. Das zarte Abbild der beiden war auf die Außenseite des inneren Gefäßes gemalt. Nur wenn der Alabaster im Schein des Lichts leuchtet, wird die Szene sichtbar. Doch Spielereien wie diese dürfen den Kindkönig wohl kaum über das schwierige Leben bei Hofe hinweggetröstet haben. Im Museum von Kairo lässt sich erahnen, was Tutanchamun ertragen musste. Dies ist die sogenannte Restaurationsstele, eine Art öffentliche Bekanntmachung, die im Tempel von Karnak, einem religiösen Zentrum Thebens, zu sehen war. Sie verkündet die Rückkehr zu den alten Göttern, wahrscheinlich eine Entscheidung Ayas und nicht des politisch einflusslosen Kindkönigs. Diese drei Hieroglyphenreihen erzählen eine furchtbare Geschichte. Hier steht: Die Tempel der Götter und Göttinnen von Elefantine bis zu den Sümpfen des Deltas sind verlassen worden. Ihre Heiligtümer sind verfallen und von Unkraut überwuchert. Das Land machte eine Krankheit durch und die Götter kehrten ihm den Rücken. Mit diesen Worten wird Tutanchamuns Vorgänger Echnaton für den Zustand verantwortlich gemacht, in dem das Land sich befand. Als diese Stele errichtet wurde, war Tutanchamun etwa 12 Jahre alt. Und dies sind sicher nicht seine Worte. Ein Dritter zog Echnaton für die Probleme des Landes zur Rechenschaft. Für Tutanchamun eine große Bürde. Es muss furchtbar gewesen sein. In Theben wurden die Tempelbauten von Luxor fertiggestellt, die bereits Echnatons Vater, Amenhotep III., begonnen hatte. Vor dem Säulenhof beendete Tutanchamun eine gigantische Kolonnade mit steinernem Schattendach. Die Wände neben dem Säulengang zeigen Szenen des Opet-Festes, einer der wichtigsten Feierlichkeiten der alten Religion. Opet ist der altägyptische Name für den Tempel von Karnak. Einmal im Jahr wurden die Statuen der drei wichtigsten Götter Thebens, Amun, Mut und Chons, in einer Barkenprozession von Karnak hierher gebracht, damit alle sie sehen konnten. Auf den Tischen entlang des Weges lagen Opfergaben für die Götter. Die Atmosphäre war ausgelassen. Rhythmisches Klatschen, Musik, Gesang und Tanz begleiteten den Zug. Die Begeisterung wird in den von Tutanchamun gewählten Szenen deutlich. Ein Detail zeigt den Pharao selbst, wie er den Göttern Opfer bringt. Der Name Tutanchamun wird jedoch nicht ausdrücklich erwähnt. Wir stehen hier vor einem seltsamen Phänomen. Da Tutanchamun diese Wände dekorieren ließ, sollte sein Name auch auf ihnen zu sehen sein. Doch nur hier, kaum zugänglich, findet sich eine Kartusche, die auf ihn hinweist. Dies sind die Hieroglyphen für Nebcheperure, einen seiner Namen. Jemand muss mit großem Eifer versucht haben, jede Spur von Tutanchamun zu beseitigen. Doch warum? Die Lösung des Rätsels, warum sein Name entfernt wurde, könnte damit zusammenhängen, dass er und Anchesenamun keine Kinder hatten. Es gab also keinen Thronfolger. Heute weiß man, dass Anchesenamun zwei Fehlgeburten erlitt. In einem Raum neben Tutanchamuns Grabkammer wurden zwei kleine hölzerne Särge gefunden. Als der Entdecker des Grabes, Howard Carter, den kleineren Leichnam auswickelte, nahm er an, dass der etwa 5 Monate alte Fötus nicht mumifiziert war.
Der zweite Fund wurde von Dr. Douglas Derry an der Universität von Kairo untersucht. Er stellte fest, dass es sich um einen 8-monatigen weiblichen Fötus handelte, der balsamiert worden war. Derry erwähnte, dass er im Schädel noch den Haken fand, mit dem die Balsamierer das Gehirn entfernt hatten. Seit den 30er Jahren waren die Föten spurlos verschwunden. Erst vor kurzem wurde der größere im Kasaral-Eine-Krankenhaus wiederentdeckt, wo Derry ihn damals aufbewahrte. Als dann auch der kleinere männliche Fötus wieder auftauchte, untersuchte der Leiter der anatomischen Abteilung der Universität von Kairo, Dr. Fazwi Gabalah, beide Mumien. Denn möglicherweise irrte sich Howard Carter und auch der kleinere Fötus wurde balsamiert. Könnte das Fehlen eines männlichen Nachfolgers ein Indiz für die Theorie sein, dass Tutanchamun ermordet wurde? In der Kunst der Mumifizierung wurde immer in gleicher Weise vorgegangen. Nach Entfernung aller Innereien und des Gehirns wurde Harz in den Leichnam gefüllt, im Kopfbereich meist durch die Nase. Deutlich ist hier der Einschnitt in den Unterleib zu sehen, durch den die inneren Organe entnommen wurden. In diesem Fall wurde die immer links angebrachte Öffnung nicht vernäht. Seltsam daran ist, dass zwei Spezialisten die Gebeine der beiden Fehlgeburten Anchesinamuns angeblich genau untersucht haben. Bei dem kleinen männlichen Fötus wurden keine Spuren einer Mumifizierung und des dafür notwendigen Einschnitts gefunden. Sieht man sich die Überreste des kleineren Fötus allerdings an, erkennt man trotz des fortgeschrittenen Zerfalls deutlich die schwarzen Reste des Harzes, das den Unterleib füllte. Der Einschnitt ist wegen der Zersetzung tatsächlich nicht erkennbar. Doch Textur und Struktur des Harzes entsprechen genau dem Harz, das bei der zweiten Mumie verwendet wurde. But the site of incision is not clear because of the degeneration. It's very friable. Very friable. The resin has black area, but the wie viel Mühe die Mumifizierer sich mit dem kleinen Leichnam gemacht haben mussten. This resin has the same color and the same texture and the same appearance as that of the larger one. Underneath auch der Schädel und das mit Harz getränkte Leintuch deuten darauf hin, dass hier eine Balsamierung stattfand. Was wäre passiert, wenn Tutanchamun und Anchesinamun Kinder gehabt hätten? Vielleicht hätte ein männlicher Nachkomme all jene entmutigt, die auf den Königstitel aus waren. Und möglicherweise wäre die gesamte ägyptische Geschichte anders verlaufen. Doch so musste die Lage des kinderlosen Königs allmählich zum Albtraum werden. Schon kurz nach Tutanchamuns Ernennung wurde Aya zum Wesir von Ägypten, eine Art Premierminister. Er traf die Entscheidungen für den viel zu jungen König, mit oder ohne dessen Einverständnis. Dank seiner Stellung lebte Aya im größtmöglichen Luxus. Auf seinen Festen und Banketten spielten Musiker und Sklaven sorgten für das Wohl der Gäste. Aya war nicht nur erster Mann und oberster Richter im Staat, er kontrollierte auch den Zugang zum Palast. Niemand durfte ihn ohne sein Wissen und seine Erlaubnis betreten oder verlassen. Doch irgendwann würde Tutanchamun alt genug sein, um allein zu regieren. Sollte ihm dies zum Verhängnis werden? Ein Mann wie Aya mochte in der großen Schar seiner Günstlinge und Diener so manchen Handlanger gehabt haben, der zu allem bereit war. Im Alter von etwa 19 Jahren starb Tutanchamun plötzlich und unter mysteriösen Umständen. Die Todesursache ist bis heute umstritten. Starb er wie viele seiner Vorfahren in jungen Jahren? Erlag er der Tuberkulose oder fiel er etwa einem Verbrechen zum Opfer?
Seine sterblichen Überreste wurden mumifiziert und im Tal der Könige neben den anderen Pharaonen bestattet. Obwohl dies das berühmteste Grab der Welt ist, sind viele Besucher von seiner Schlichtheit enttäuscht. Tutanchamun hatte einfach keine Zeit für die Vorbereitung eines würdigen Grabes. Niemand hätte erwartet, dass er so jung sterben würde. Dennoch finden sich hier wunderbare Dinge. Schon die Tatsache, dass Tutanchamun immer noch in diesem Sarkophag liegt, ist faszinierend. Auch die Darstellungen auf den Wänden sind bemerkenswert. Jedem, der sie zu lesen versteht, berichten sie von Tutanchamuns Begräbnis. Die Prozedur des Balsamierens dauerte 70 Tage. In dieser Zeit musste auch das Grab fertig werden. Särge, Möbel und Skulpturen mussten angefertigt werden, nichts durfte fehlen. Religiöse Rituale wurden vollzogen, ein neuer König musste bestimmt werden. Doch genau hier lag ein Problem. Tutanchamun hatte keine Söhne. Seine Frau Anchesenamun war das einzige lebende Mitglied der königlichen Familie. Diese Wandmalerei zeigt den Tag des Begräbnisses. Tutanchamuns Mumie liegt auf einem Begräbnisschlitten. 12 Männer ziehen ihn zu seinem Grab. Ihre Stirnbänder sind Zeichen der Trauer. Es handelt sich um wichtige Vertreter des Hofstaates. Nur Aya fehlt. Er steht dort drüben und trägt eine Leopardenhaut, das Zeichen des Hohepriesters. Mit der Zeremonie der sogenannten Mundöffnung, die Tutanchamun Leben und Atem in der nächsten Welt verleihen soll, nimmt Aya die Position eines solchen Priesters ein. Zugleich trägt er jedoch die Pharaonenkrone. Die Kartuschen über seinem Kopf enthalten seinen Namen. Aya ist tatsächlich Pharao geworden und damit Tutanchamuns Nachfolger. Doch wie konnte der Bürgerliche zum Pharao und Herrscher über Ägypten werden? Anchesenamun war nach dem plötzlichen Tod ihres jungen Gatten völlig auf sich gestellt. Tutanchamun war der letzte Bezug ihrer gemeinsamen Kindheit gewesen, enger Vertrauter, mit dem sie gesellschaftliche Umbrüche erlebt hatte und dessen Nähe ihr immer Trost gespendet hatte. Mehrere Zeugnisse aus der Zeit direkt nach Tutanchamuns Tod legen den Schluss nahe, dass die junge Witwe von Mördern umgeben gewesen sein könnte. In der heutigen Türkei wurde in Archiven der alten hethitischen Hauptstadt Hattusa ein Brief gefunden, der höchstwahrscheinlich von Anchesenamun in den Osten geschickt worden war. Sein Inhalt war so überraschend, dass der Empfänger des Briefes, der hethitische König, an eine plumpe Kriegslist glaubte. Mein Gemahl ist gestorben. Einen Sohn habe ich nicht. Von dir sagt man jedoch, dass du viele Söhne hast. Wenn du mir einen eurer Söhne gibst, so könnte er mein Gemahl werden. Niemals erwählte ich mir einen meiner Diener und nehme ihn zum Mann. Ich fürchte mich zu sehr. Für den hethitischen König war kein Grund ersichtlich, weshalb Anchesenamun ausgerechnet einen Hethiter zum Herrscher über Ägypten machen sollte. Er lehnte das Ersuchen ab. Verzweifelt schrieb Anchesenamun ein weiteres Mal. Warum sagst du, dass ich dich hintergehen könnte? Wenn ich einen Sohn hätte, würde ich dann in ein fremdes Land schreiben, in einer Weise, die erniedrigend ist für mich und mein Land? Du vertraust mir nicht und sagst es mir sogar offen. Der, der mein Mann war, starb und ich habe keine Söhne. Soll ich vielleicht einen meiner Diener zu meinem Manne machen? Man sagt, dass du viele Söhne hast. Gib mir einen deiner Söhne, und er wird mein Gatte und der König des Landes Ägypten sein. Tatsächlich schickte der König nach diesem zweiten Brief einen seiner Söhne nach Ägypten, um die verzweifelte Anchesenamun zu heiraten. Irgendwo in der Wildnis, entlang der ägyptischen Grenze, wurde er jedoch ermordet. Warum musste Anchesenamun unbedingt außerhalb Ägyptens einen Mann finden? In jedem ihrer Briefe erklärt sie, dass sie niemals einen ihrer Diener heiraten würde. Eine seltsame Äußerung für eine Königin. Wer könnte sie schließlich dazu zwingen, einen Bürgerlichen zu heiraten?
Die Antwort wurde mehr als 3000 Jahre später im Geschäft eines Antiquitätenhändlers in Kairo gefunden. Hier stieß der Ägyptologe Percy Newberry im Frühjahr 1931 auf einen Fingerring mit den Kartuschen von Anchesenamun und Aya. Ein Fund, den er sofort Howard Carter mitteilte, dem Entdecker von Tutanchamuns Grab. Mein lieber Carter, es wird Sie interessieren, dass ich gerade einen Fingerring gesehen habe, auf dem sich die Kartusche von Anchesenamun neben der des Königs Aya befindet. Dies kann nur bedeuten, dass König Aya Anchesenamun, die Witwe Tutanchamuns, geheiratet hat. War der alte Wesir Aya der Höfling, den Anchesenamun nicht hatte heiraten wollen? Ihre dringenden Briefe an den hethitischen König, der von Professor Newberry gefundene Ring und die Darstellung des Aya in Tutanchamuns Grabkammer legen dies nahe. Demnach wurde Aya König von Ägypten, indem er Tutanchamuns verängstigte junge Witwe zur Heirat zwang. Doch was geschah mit der 21-jährigen Anchesenamun nach ihrer Eheschließung mit dem etwa 60-jährigen? Professor Newberry wusste, wo Howard Carter Hinweise für ihr weiteres Schicksal finden könnte. Gibt es die Möglichkeit, dass Sie das Westtal bereisen, um Ayas Grab anzusehen? Wenn Sie sich dorthin begeben, sollten Sie auf jeden Fall einen interessanten Punkt klären. Auf einer Mauer der Sarkophagkammer befindet sich ein Abbild des alten Königs Aya mit Königin Ti. Gibt es Spuren einer weiteren Figur hinter Königin Ti? Und ist die Kartusche groß genug für den Namen von Anchesenamun? Wenn Anchesenamun noch lebte, als Aya 3 Jahre nach seiner Eheschließung mit ihr starb, sollte sie auf den Mauern seines Grabes verewigt sein. Zumindest ihr Überleben wäre dadurch belegt. Aya hat unterschiedlichste Szenen auf die Wände seiner Grabkammern malen lassen, etwa religiöse wie diese, die zeigen, wie die Götter Aya begrüßen. Doch die Zeichnung, die Professor Newberry interessierte und die uns etwas über Anchesenamun verraten wird, ist hier. Sie zeigt Aya bei der Jagd in den Sümpfen. Als seine Frau und als Königin Ägyptens sollte Anchesenamun bei ihm sein. Doch diese Kartusche ist zu klein für ihren Namen. Sie hat die richtige Größe für den Namen seiner ersten Frau, Ti. Auch diese beschädigte Figur stellt Ti dar. Hinter ihr ist kein Platz für Anchesenamun. Die Hieroglyphen besagen ebenfalls, dass Ti die Königin von Ägypten ist. Doch was geschah mit Anchesenamun? Damit Ti Königin werden konnte, musste Anchesenamun gestorben sein, genau wie Tutanchamun sterben musste, damit Aya König werden konnte. Man kann nur mutmaßen, ob Anchesenamun wie Tutanchamun und der hethitische Prinz vor ihr ermordet wurde. Haben wir es hier mit einem Mörder zu tun? Könnte Aya auf dem Weg zum Thron über Leichen gegangen sein? Erst 1968 konnte der rätselhafte Tod Tutanchamuns genauer erforscht werden. Damals erhielt der englische Forscher Harrison die Erlaubnis zu einer einmaligen Untersuchung. Zum ersten Mal seit den 20er Jahren gestattete die ägyptische Regierung die Öffnung von Tutanchamuns Sarkophag. Unter den faszinierten Blicken einiger Anwesender wurde der Leichnam enthüllt. Zum ersten Mal konnten auch Röntgengeräte zum Einsatz kommen. Vorsichtig wurde Tutanchamuns gesamter Körper durchleuchtet. Der Befund war dramatisch. Harrison fand Hinweise darauf, dass der König einen Schlag auf den Kopf erhalten hatte. Diese Stelle ist an sich nichts Außergewöhnliches. Sie könnte aber tatsächlich auch durch eine Gehirnblutung unter den Membranen, die diesen Teil des Gehirns bedecken, hervorgerufen worden sein.
Dies könnte durch einen Schlag auf den Hinterkopf entstanden sein. Und der wiederum könnte den Tod verursacht haben. Seit ihrer ersten Auswertung vor 3 Jahrzehnten hatte sich niemand mehr die Röntgenaufnahmen Tutanchamuns angesehen. Deshalb wurde ein Abzug der Aufnahmen dem bekannten Radiologen Dr. Gerald Irwin an der Universität von Long Island vorgelegt. Hi, Dr. Irwin. I've got it. I got the X-ray. Hey, Bob. How are you? Good. Vielleicht kann er neue Erkenntnisse liefern. Die Theorie von Dr. Harrison erscheint mir recht interessant. Ich glaube, hier am Okzipitalknochen am Hinterhaupt eine Stelle zu erkennen, die tatsächlich eine kleine Fraktur darstellen könnte. Des Weiteren ging Dr. Harrison davon aus, dass dieser dunklere Bereich ein Blutgerinnsel war. Wenn dem so ist und dieses Gerinnsel also bis hierhin reichte, dann würde das auf eine Verkalkung hinweisen. Das würde aber wiederum bedeuten, dass es vor dem Tod über einen längeren Zeitraum, vielleicht sogar Monate, vorhanden gewesen sein muss. Eine solche Verkalkung kann nämlich nur bei einem lebenden Menschen einsetzen. Wenn Tutanchamun also einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt, ist er daran nicht gleich gestorben. Wenn dies überhaupt ein Blutgerinnsel ist, in welchem Zustand wäre er gewesen? Vielleicht bewusstlos? Anfangs könnte er sogar noch einigermaßen normal gehandelt haben, doch mit einem Gerinnsel dieser Größe in diesem sehr beengten Bereich, den wir Fossa Cranii Posterior nennen, entsteht ein recht großer Druck auf Mittel- und Kleinhirn. Damit sich eine solche Verkalkung bilden konnte, müsste er allerdings noch eine ganze Weile ohne Bewusstsein gewesen sein. Was können Sie mir über die Position sagen, in der der Schlag ihn getroffen haben mag? Ist dies ein besonders verletzlicher Bereich? Nicht wirklich. Der Schlag müsste kurz oberhalb des Nackens aufgekommen sein. Aber ich habe hier eine Puppe, an der sich das besser zeigen lässt. Wenn er in dieser Position gelegen hätte, hätte der Schlag von hier kommen müssen und hätte dann den Bereich getroffen, in dem Halswirbelsäule und Schädel sich berühren. Ich habe aber einen Schädel hier drüben. Wenn wir ihn in dieselbe Position bringen, wäre die Zervikalwirbelsäule etwa hier. Und der Bereich, in dem wir die Fraktur vermuten, wäre hier. Der Schlag müsste also aus dieser Richtung gekommen sein. Vielleicht hat er also geschlafen und war wehrlos, als der Schlag ihn traf. Dann hat er wahrscheinlich das Bewusstsein verloren. Vielleicht hat er noch einen Monat überlebt und ist dann doch an den Folgen dieses Schlages gestorben. Korrekt. Ein monatelanges Koma Tutanchamuns hätte Aya mehr als genug Zeit gegeben, seine Thronbesteigung zu planen. Doch wenn Aya wirklich mehrere Morde begangen hatte, um sich den Weg zu ebnen, weshalb zog ihn dann niemand dafür zur Rechenschaft? Die Stellung des Wesirs bei Hofe wird im Grab des Rechmire beschrieben. Sie könnte erklären, weshalb Aya zu Lebzeiten unangetastet blieb. Hier steht, lass niemanden richten in der Halle des Wesirs. Er ist es, der den Schandtäter bestrafen soll. Mit anderen Worten, niemand bestraft einen Wesir. Natürlich ist heute nicht nachweisbar, ob Aya gemordet hat. Tatsache ist jedoch, dass innerhalb kurzer Zeit Tutanchamun, Anchesenamun und der junge hethitische Prinz sterben mussten, damit Aya Pharao werden konnte. Nur Aya als Wesir hätte eine Ermordung Tutanchamuns organisieren können. Ihm wäre es ein leichtes gewesen, auch die Ermordung des jungen hethitischen Prinzen an Ägyptens Grenze zu planen. Und er allein konnte Anchesenamun dazu zwingen, seine Frau zu werden und sie dann beseitigen. Eine auffällige Reihung von Ereignissen, die letztlich alle zu Ayas Vorteil führten. Für Aya dürften sich diese Anstrengungen am Ende wohl kaum gelohnt haben. Er starb schon 3 Jahre, nachdem er König wurde, eines natürlichen Todes. Kaum war er tot, wurde sein Andenken geächtet, sein Grab geplündert, seine Mumie zerstört und sein Name ausradiert. Heute erinnern sich nur Ägyptologen an ihn, weil er der direkte Nachfolger Tutanchamuns war.
Wegen der religiösen Experimente seines Vaters wurde allerdings auch Tutanchamuns Gedenken nach seinem Tod verfemt und alles beseitigt, was an ihn erinnerte. Deshalb fehlt seine Kartusche in der Königsliste von Abydos. Und deshalb fehlt sie auch am Tempelgang von Luxor, den er schmücken ließ. Und trotzdem lebt sein Name weiter. Als einziger aller Pharaonen ruht Tutanchamun noch in seinem Grab im Tal der Könige. Nur für ihn wurde das altägyptische Gebet wahr: Möge Nebcheperure Tutanchamun, der Herrscher über Ober- und Unterägypten, wie der Gott Re, für immer Leben, Gesundheit und Reichtum besitzen.